Noten und Zeugnisse lösen bei Kindern, bei Schulkindern oft auch Druck aus. Worauf sollte man als Elternteil achten? Also ich denke, so das ganz Zentrale ist es, sich so um die eigene Haltung bemühen. Ja, weil es gibt so eine ganz schöne Formulierung, es kann meinem Kind nur gut gehen, wenn es mir gut geht. Ja, und das Allerwichtigste ist, dass ich selber auf mich als Eltern achte, dass ich so in meiner Kraft bin. Ja. Und dann ist das ganz Zentrale, dass man einfach guckt, wenn das Kind nach Hause kommt, was braucht denn das Kind? Ja? Und wenn es einfach traurig ist, dann braucht ein Kind den Zuspruch der Mama oder einfach nur, dass die Mama da ist. Ja? Also praktisch so in der Ruhe bleiben und immer wieder auch so für die Distanz und für die eigene Gelassenheit sorgen. Ja? Und diese Nöte auch des Kindes echt nehmen, ja? Dass aus den Noten keine Not entsteht. Gibt es Warnzeichen, auf die man achten sollte als Elternteil? Okay, ich kann jetzt vor allem für den Grundschulbereich sprechen. Ich denke mal, Warnzeichen sind auf alle Fälle, wenn es zu Schlafstörungen kommt. Ja, wenn das Kind also nur noch auch von Schule spricht, wenn das Kind immer wieder sagt, Mama, frag mich ab. Ja, wenn einfach dieses Thema Schule und Leistungen ganz zentral wird, ja, wenn unter Umständen dann auch ein Kind darauf verzichtet, seine Hobbys auszuüben, dann denke ich mal, sind es ganz extreme Warnzeichen. Ist es nicht einfach so, dass die Kinder mit dem Stress, den sie in der Schule haben, auch auf dem Stress im unter Anführungszeichen richtigen Leben vorbereitet werden? Sie sprechen die sogenannte Bewältigungskompetenz an, gell, die man frühzeitig. Da ist es halt die Frage, ob der Baum nicht erstmal starke Wurzeln braucht, ja, damit er später erstarken kann. Ja, ich denke mir aber, sicherlich können Kinder in der Grundschule gerade so durch den Umgang auch mit den Eltern, auch mit den Lehrern schon lernen, ja, wie man mit Belastungen auch umgeht, welche Bewältigungsstrategien denn man entwickeln kann, ja, und auch frühzeitig schon damit umgeht, dass ich auch mal einen Misserfolg habe, dass ich auch mal scheitern kann. Ja, und dass es aber kein Grund ist, liegen zu bleiben, sondern eben wieder aufzustehen. Oder halt immer so dieser Ansatz, was lerne ich jetzt daraus oder wie möchte ich mit dieser Situation auch mit diesem Scheitern, mit diesem nicht erfolgten Erfolg umgehen. Was macht man, wenn die Kinder von sich selbst enttäuscht sind? Also ganz wichtig ist es mal, denke ich mir, zu vermitteln, egal welche Leistungen du bringst oder welche Schwierigkeiten du hast, wir als Eltern, wir stehen zu dir. Ja, also wir stehen auch hinter dir. Und dann denke ich mir, es ist immer ganz wichtig, so im Dialog zu bleiben, ja, und wieder über Verständigung zum Verstehen zu gelangen. Ja, immer abzuklären, was Kind brauchst du jetzt, damit du im nächsten Halbjahr andere, bessere Leistungen bringst. Ja, das ist mal so ganz der zentrale Ansatz. Ja. Und dann natürlich auch immer das Gespräch mit der Lehrkraft. Das ist im Prinzip das A und O, weil die Lehrkraft das Kind als Schulkind am besten kennt.